Hallo und vielen Dank fürs Einschalten. Hallo und herzlich willkommen für alle anderen zu Scribblenauts Unlimited. Achso, ich habe nämlich gedacht, das heißt United. Da steht Unlimited. Tidal Tempest hat sich das Spiel gekauft, findet es aber nicht so berauschend, beziehungsweise schwierig zu Let's Playen, um es mal so richtig zu formulieren. Also stütze ich mich drauf. Es war einmal. Unsere Geschichte beginnt mit Opa Edgar und Oma Julie. Es ist schwer zu glauben, aber Opa Edgar war eins der berühmtesten Abenteurer der Welt. Oma Julie sah das ganz anders. Auch sie war eine Abenteurerin. Edgar entfernte oft Ranken und öffnete Türen, die seit Generationen verschlossen schienen. Fand dort dann aber Julie beim Picknick vor. Und so wetteiferten sie gegeneinander Abenteuer um Abenteuer. Einmal kam Julie Edgar beim Erklimmen einer verschollenen Pyramide zuvor. Doch der Schatz, den sie oben entdeckte, war ein Verlobungsring. Die beiden zogen sich etwas zurück, um eine Familie zu gründen. Und die Familie wuchs, bis es 42 Kinder waren. Vor allem ein Pirat! Haben Mama und Papa, Maxwell und mir zwei tolle Geschenke. Das erste war ein Zauberglobus, mit dem man überall hinreisen konnte. Das zweite war ein unglaubliches Notizbuch. Man schrieb dort ein beliebiges Wort hinein und dieses wurde dann Wirklichkeit. Unsere Eltern befürchteten, dass wir verwöhnte Belger werden würden. Deshalb schickten sie uns los, um uns den Herausforderungen der Welt zu stellen. Pokémon Trainer. In die Stadt trafen wir einen alten Mann, der sagte, dass er hungrig sei. Maxwell erschuf etwas, um es ihm zu geben, spielte ihm aber einen gemeinen Streich. Der Apfel war faul. Der alte Mann spuckte ihn sofort wieder aus und wurde sehr, sehr böse. Da sprach er eine Art Zauberspruch, nannte uns verwöhnte kleine Belger und verschwand. Zunächst schien es, als sei nichts passiert. Doch als Maxwell weitergehen wollte, konnte ich ihm nicht folgen. Der alte Mann hat mich mit seinem Fluch zu Stein verwandelt. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Zum Glück war die Farm unseres Bruders Edwin in der Nähe. Mann, ihr hättet sehen sollen, wie sauer Edwin war. Er konnte nicht glauben, was wir mit dem alten Mann gemacht hatten. Er meinte, wir hätten die Strafe verdient. Zum Glück wusste Edwin über Starrites Bescheid. Starrites sind magische Objekte, die aus der Freude anderer entstehen. Wenn man genug tut, um andere glücklich zu machen, findet man einen Starrite. Wenn Maxwell mit Hilfe des Notizbuchs Gutes tut, kann er hoffentlich genügend Starrites sammeln, um meinen Fluch zu brechen. Maxwell rief, genau, ich werde losziehen und so vielen Leuten wie möglich helfen. Ich werde alle Starrites auf dieser Welt finden und dafür sorgen, dass es dir wieder gut geht, Lily. Und so schnappte sich Maxwell das Notizbuch und machte sich auf den Weg. Ich habe selten eine bessere Geschichte gehört. Es ist, warum wird sie versteinert, weil er Scheiße baut? Naja, egal, wollen wir mal gucken. Geh zum Bauern. Okay, also ich kann so lenken oder so lenken. Ah, und ich kann... Everybody dance! Kann ich mit dir sprechen? Was ist das denn? Ah, das ist nur für die Kamera. Ah, haha. Okay. Na, mal gucken. Was haben wir denn hier? Hallo, Edwin. Verdiene dir ein Starrite, indem du mit Edwin mit seinem preisgekrönten Schwein hilfst. Okay, die Grundlagen. Verwandle das schwächste Schweinchen des Wurfs in ein preisgekröntes Schwein. Beschreibe ein Objekt, das Maxwell beim Schrauben des Schweins hilft. Ich tippe, was um das Schwein zu reinigen. Ah, ich kann einfach Seife. Zieh das zum Maxwell. Ja, ja, du sollst das nehmen. Hier, komm. Fang das damit an. Hier, nimmst du die Seife? Ah, vermessene Objekte, das scheint zu reinigen.
säubern. Aha, mit Seife. Klicke auf den Fortschrittbalken für einen aktuellen Hinweis. Klicke auf Maxwell und entferne dieses Objekt. Ah, okay. Zieh es zum Papierkorb herüber, damit die Welt nicht vollmüllt. Das Schwein sieht großartig aus. Benutze jetzt ein Objektiv, um das Schwein größer zu machen. Tippe eine... Groß? Grau, grau, gratis, gutes, grünes... Graziöses, gares Schwein! Geringe, genaue, gehörse, gekrönte, glasige... Wie geil. Warte mal, ich will mal irgendwas ungewöhnlich. Wie wär's mit... Riesig. Riesiger. Ah, ja nicht. Rissiger, das funktioniert natürlich nicht so toll. Dann machen wir mal... Riesiges! Ha, wow! Hilf dem Schwein, den Talentbewerb zu gewinnen. Verwende ein Objektiv und ein Nomen, um Flügel zu schreiben, die groß genug sind, um das Schwein zu tragen. Tipps in der Laufe der Zeit entsperrt. Klicke auf das dazugehörige Objekt, um den Tipp zu erhalten. Okay, es braucht große Flügel, um mir helfen zu fliegen zu können. Sauberes, riesiges Schwein. Ein Objekt schreiben. Große Flügel? Flügel, Engel, Tierkörperteil. Der magische Rucksack bewahrt Objekte für dich später auf. Wirf die Flügel in den Rucksack und warte, bis das Richtige angekommen ist. Große Flügel. In den Rucksack, okay. Zack. Okay. Ich glaube, der Zapfen ist gekommen. Nimm die Flügel aus dem Rucksack. In die rechte untere Ecke. Auf das Schwein. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Na gut, ein fliegendes riesiges Schwein auf Platz 1 ist ja klar. Ein Star Ride. Wahrscheinlich reicht es, um unsere Schwester zu retten und alles ist gut. Game over. Grundlagen fertig. Gesamte Star Rides? Einer. Wie viel gibt's wohl davon? 151. Benenne jedes Splitter, in die du anderen hilfst. 10 Splitter geben einen Star Ride. Verwende Star Ride Vision, um Splitter zu finden. Star Ride Vision, okay. Ah, er hat also noch... viel Samen zu wachsen, okay. Wasser? Wasser, Gewässer, Wasser, Getränk. Eine Kanne. Kanne, Glas, Kanne. Ich muss echt Gießkanne schreiben. Eine Gießkanne. Benutzen. Aha, es ist gewachsen. Oh mein Gott. Entstanden aus einem Samen. Ich glaube, ich habe einen Starlight-Splitter. Ja. Die Pflanze hat die andere Splittergelegenheit verdorben. Setze das Level zurück, damit du diese erledigen kannst. Deine bereits erworbenen Splitter bleiben erhalten. Zurücksetzen. Ah, okay, weil es durch die Monsterpflanze ist also die andere Chance kaputt gegangen. Der Notizblock kann viele Dinge erschaffen, allerdings sind Anzüglichkeiten, kopiergeschütztes Material und Eigennamen nicht erlaubt. Sonic! Ne, geht nicht. Schade. Naja, so ein Pech, aber auch. Hilf mir! Was? Mein Kessel steht oben im Baum, was holt es für mich runter? Ich werde es genauso machen, weil ich das mich sau komisch fand, ne? Kettensäge. Kann ich also benutzen, aufteilen. Bäm. Ich will noch mehr zersägen. Komm, irgendwas kann ich noch zu sägen, oder? Level vollständig. Die Grundlagen zu lernen waren nur der erste Schritt, um Lili zu retten. Nutze die Bushaltestelle, um deine Reise in der Hauptstadt zu beginnen. Und erwarte erst, bis du auf dem Mars angekommen bist. Kannst du das Maxes Bruder Edwin spielen? Nee, ich möchte die Charakter nicht wechseln. Was? Wieso?
Tutorial, lol. Nein, danke. Ne, hier gibt es keinen mehr zu finden. Ah, ich kann mir ein Adjektiv hinzufügen. Na, wollen wir gucken, ob das so funktioniert? Funktioniert nicht. Na, ich wollte ihn zu einer Frau machen, aber es geht nicht. Okay, Hauptstadt, los. Also mir... Bisher gefällt mir das Spiel sehr gut, aber Tiletales hat am Anfang auch gesagt, dass es später halt ziemlich komplex wird. Also wollen wir mal gucken. Kann man... Achso, Moment. Kann ich das schaffen? Zieh Kleidung rüber auf Maxwell, damit er sie trägt. Die meiste Kleidung gibt es nur in Maxwells Größe, aber Hüte sind Einheitsgröße. Okay, funktioniert. Ich trage jetzt ein Kleid. So bescheuert. Blumenkranz? Ehrlich? Ah, ist er den Blumenkranz um, aber das, die dafür wirft er das Kleid weg, okay. Oh, Fuchs, Fuchs, und? Warte mal, ich mache mit den Fuchs. Schwanz. Werkzeug, Pflanze, was? Fuchsschwanz, Pflanze? Oh, scheiße, das ist viel egal, ja, wollen wir uns erstmal um die Star Rides kümmern. Fangen wir, ich denke mal, wir fahren von links nach rechts an. Ist ja egal, ich muss sowieso allen helfen, oder ich will allen helfen. Wenn sie gelb sind, haben sie einen Star Rod, oder? Ich will über das Meer reisen. Brauchst du ein Boot? Okay. Bon voyage! Hat er mir jetzt einen Splitter gegeben? Ein von acht, ja, okay. Na gut, dann lebe glücklich bis ans Ende deiner Tage. Und so wie das aussieht, ist es nicht mehr lange hin. Na, was hast du für ein Problem? Karnevalsspiele, spiel klassische Karnevalsspiele, um Preise zu gewinnen. Machen wir aber erst in der nächsten Folge. Tschüssili!